Leute, hi, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf Alles Alex. Ja, wie im letzten Vlog angekündigt, geht's jetzt auf die Arbeit. Sei ich immer voll doof, sowas zu sagen, weil ihr seht das ja immer erst am nächsten Tag. Und ich tue immer so, als hättet ihr das gerade erst gesehen, so wie ich das aufgenommen habe. Aber das tut ihr ja gar nicht. Aber vielleicht doch, wer weiß. Manche gucken ja die Vlogs 3, 4 am Stück. Dann kommt der Übergang schon gut. Naja, keine Ahnung. Ja, ich laufe, bin zeitlich gut dran. Passt alles. Ha? Gut. Heute habe ich den Laptop nicht dabei. Das heißt, Handy-Akku wird wieder sehr leiden. Der war ja gestern ein bisschen entlastet. Ich bin so mit, ich glaube, 86% auf Arbeit angekommen. Das war richtig cool. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, naja, aber haben heute heimgelassen. 2 Vlogs habe ich jetzt geschnitten. Einen dritten habe ich noch angefangen ein bisschen. Also zumindest habe ich mal die Medien importiert und eine Schnittdatei angelegt. Also die Sequenz nennt man das bei Premiere. Ja, aber ich dachte mir, gut, jetzt habe ich erstmal 2, bin für 2 Tage versorgt. Kann im Nachhinein die nächsten Tage jetzt noch schneiden. Aber man weiß ja bei mir, manchmal habe ich einfach keinen Bock. Ich hätte vielleicht doch mehr machen sollen. Schönen guten Morgen in Stuttgart. Mein Ernst, Kollegin, wir haben 8.15 Uhr. Laut Plan müssten wir erst um 9 da sein. Und jetzt kommt schon die Frage: Hey, wo bist du? Was? Ich hab doch gesagt, komm um 8.40 Uhr an. Und nur weil du, liebe Kollegin, schon um 8 Uhr morgens da bist, heißt das nicht, dass es jeder andere auch sein muss. Jetzt wollte sie mich nur ein bisschen verarschen. Sie ist selber noch nicht da. Sie kommt jetzt gleich hier auch am Hauptbahnhof an. Und dann fahren wir zusammen. Ja. Jetzt habe ich gesagt, gut, dann warte ich auf den nächsten Zug, bis sie hier oben ist. Bei dem 22er kriegt sie leider nicht. Da fahren wir halt um 29. Ja, sie hat noch bei ihrem Witz so gemeint, ja, 8 Uhr Schichtbeginn. Ich so, ja, klar, alles logisch, Klärchen. Und dann hat sie geschrieben, nee, bin selber noch nicht da. Ich so, ja, wie, ich dachte, 8 Uhr Schichtbeginn. Also, Leute, wir haben hier gerade das deutsche Spiel angeschaut. Leider muss die Deutschen... Aber ich war für die Deutschen, egal. Jetzt bin ich entweder für Kroatien oder für Japan, oder für Portugal oder für... Und noch eine kleine Werbung für DM, wenn ihr euch Stickers machen möchtet. Für Ciao. Na, jetzt kriege ich wegen Hülle auch noch einen Claim wegen ungekennzeichneter Markennennung und so. Oder Produktplatzierung. Wie ihr mitbekommen habt, Hülle ist jetzt einfach für alle anderen Mannschaften. Ja. Keinen direkten Favorit, weil sie einfach alle aufgezählt hat, gefühlt. Joa, jetzt geht's ab nach Hause. Okay, das Witzige ist ja auch, ihr seht ja den Vlog erst viel, viel später, weil ich ja noch die ganzen vorherigen noch bringen muss. Also von daher wisst ihr ja schon, dass Deutschland raus ist. Aber, ja. Naja, kann man nichts machen. Die WM war einfach nicht für sie da. Also für sie geschafft. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Mir ist warm in der Jacke, ich zieh die gleich aus. Ich liege so gemütlich auf meinem Sofa. Du kannst ruhig dein Video weitergucken, alles gut. Nein, nicht, dass es falsch ist. Ja, und wir haben Essen bestellt. Ich warte und warte und andere wartet auch. Und ich sag gerade so, Alter, bevor das scheiß Essen kommt, ich schlaf ein. Wir warten jetzt, glaube ich, schon 1,5 Stunden. Ich glaube, die Frauen wegen Deutschland. Das kann gut möglich sein, ja. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, wir sind vorher noch ein bisschen rumgefahren und das hat einfach kaum noch Fahnen gesehen, so an den Autos, Fenster, war komplett weg direkt so. Oh, Spiel verloren, nein, da sind wir jetzt nicht mehr stolz, da vorbei, gell. Da ist der Nationalstolz weg. Der Nachbar hier nebenan, der hat noch seine Fahne, aber da hinten irgendwo, die Nachbarn, die haben es schon vom Auto weggemacht. Also ich habe auch mit einem Kumpel geschrieben, der hat so gemeint, ja, bei anderen Ländern, die feiern trotzdem, auch wenn die Mannschaft verloren hat, aber Deutschland sagt, nein, verloren, Schande. Vor 38 Minuten gab es eine SMS. Essen ist unterwegs, jetzt habe ich gerade angerufen. Das war wieder so eine Situation, wo ich dachte, fuck, hätte ich filmen müssen. Wir stellen kurz mal die Situation nach. Hallo?
Ja, genau so, als hätte ich privat bei ihm zu Hause angerufen, ey. Ja, normalerweise sagt man ja herzlich willkommen bei Disney. Ja, normal sagst du immer den Namen von deinem Unternehmen, blablablub, hallo, was kann ich für die Donner, Gut, jetzt heißt es auf Essen warten. Ich beende aber den Vlog an der Stelle und sag wie immer, wenn es dir gefallen hat, sag's mir eine positive Bewertung, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns in einem anderen Videos. Bis dahin, haut rein.